Morgen. Guten Morgen. Gibt es ja ein bestimmtes Grundmaterial oder was wird denn das eigentlich erzeugt? Ja, ich arbeite da mit einem speziellen Laborglas. Das ist ein Laborglas, das kriegt man nur in Deutschland. Und das sind Glasrohre mit 1,5 Meter Länge. Und von diesen Glasrohren ziehe ich nur solche Doppelspitzen herunter. Das heißt, aus einem Rohrglas wird dann ein Trinkglas oder was immer. Richtig, aus einem Rohrglas wird ein Trinkglas gemacht oder auch eine Schale. Oder auch Vasen, Weihnachtskugeln, alles mache ich da draus. Ja, jetzt bereite ich mir diese Doppelspitze vor. Dieses Glas wird erwärmt auf ca. 150 Grad und anschließend schmelze ich eine Mischung aus Silber und Gold auf. Das ist Mahlgold mit silbernem Draht vermischt. Und wird dann bei ca. 900 Grad eingeschmolzen. Da kann man das schon schön sehen. Das Gold lagert sich jetzt direkt am Glas an und das Silber macht außen eine Sperrschicht drüber. Weil, das ist ganz wichtig, weil sonst wird nämlich das Gold verdampfen ab ca. 950 Grad. Das sind alles Techniken, die ich mir selbst angeeignet habe. Das lernt man natürlich auf keiner Schule. Das ist schon klar. Das heißt, man macht ja Schule eigentlich als Glasbläser, ne? Ja. Ich habe die Glasfachschule besucht vom Jahre 1977 bis 1981. Und da habe ich ausschließlich Laborglasbläserei gelernt. Also Apparatebau für Labor. Hier sehen wir die verschiedensten Farbgläser, die ich dann noch zusätzlich auf diese Silber-Gold-Mischung auftrage und einschmelze. Ist das ein Bruchglas, das man zu kaufen kriegt, oder haben Sie das hergerichtet vorher schon? Nein, man kriegt dieses Glas entweder in Stangerl-Form oder in großen Brocken, die ich mir dann selber zerschlagen muss, oder mit einer Glasmühle wird das zermahlen. Ja, da habe ich jetzt schon das Farbglas aufgetragen. Korrigieren, da ja das Glas ja ständig nach unten sinken will. Ich glaube, da waren wir ein bisschen heiß schon. Gell? Ich glaube auch, ja. Der linken Hand wird es natürlich sehr heiß. Ja. Ich habe mit der Kamera relativ nahe dran gefilmt, so einen halben Meter, drei Viertel, also mir ist ganz schön warm geworden bei der Filmarbeit. Ja, na, man ist ja wirklich mit den Fingern fast direkt am Feuer, wie man da sieht. Und jetzt schmelzt sich die größeren Farbglasteile auf und wird dann noch. Das heißt, sie werden vorgeglüht und dann ist im Glühen drauf gegebt oder eingepresst. Ja, genau. Wird dann richtig aufgeschmolzen. Jetzt habe ich da eine Graphitplatte. Mit der drücke ich das Farbglas an, dass das dann beim Einschmelzvorgang mir nicht ins Gesicht fliegen kann, weil ja das Glas so weich wie Honig ist. Mhm. Und könnten dann so Tropfen wegspritzen. Und wenn das dann mein Gesicht trifft oder meine Hände, ist das nicht so gerade angenehm. Das kann man vorstellen, ja. Ja, und jetzt sieht man auch, wie ich den Glasschab heiß mache und noch zusätzliche Verzierungen mache. Weil wenn das Glas heiß ist, kann man dann richtig malen damit. Das wird also dieses zusätzliche Glas noch eingeschmolzen. Noch einmal zusätzlich eingeschmolzen. Das ist ja ein Schmolzvorgang, ja. Genau, ja. Zu dem Silber-Gold-Gemisch noch einmal zusätzlich noch mit Farbglas verziert. Und die Technik lernt man natürlich nicht in der Schule. Das lernt man nicht in der Schule. Ja, so, ich glaube, der Durst ist auch schon groß, gell? Naja, es ist schon sehr heiß. Und die Fingerspitzen werden natürlich da schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt bereite ich gerade den Fuß unten vor. Die wird dann mit der Graphitstange wird das noch ausgeweitet und dann aufgerichtet. Ja, da sieht man natürlich sehr gut, das ist, weil das schon sehr heiß geworden ist. Ja. Und jetzt wird es dann aufgeschleudert
Flammentemperatur habe ich ca. 1800 bis 1900 Grad. Ich arbeite ja da mit Propangas und Sauerstoff. Das heißt, Sie könnten schweißen damit eigentlich mit der Flamme? Ja, ja, ganz leicht, ja, ja. Also Glas hat ja viel höhere Schmelzpunkte als Metall. Wir liegen ja bei diesem Laborglas ja bei ca. 1500 Grad Einschmelztemperatur. Jetzt habe ich da noch ein zusätzliches Werkzeug, eine Glasbläserzange, mit der ich das heiße Glas halten kann. Wird auch angewärmt vorher, wenn man das sehen muss. Ja. Muss ich natürlich ein bisschen anwärmen. Obwohl dieses Glas ja unheimliche Temperaturschwankungen aushält, bis zu 280 Grad. Temperaturunterschied ist für dieses Glas kein Problem. So, jetzt habe ich auch die zweite Seite geöffnet und da habe ich eine schöne Obstschale oder eine Konfektschale. Man kann natürlich auch ein Kerzerl hineinstellen. Wie wird das geformt? Noch einmal geformt. Jawohl, einen wenigen Rand. So. Und fertig wäre es eigentlich fertig. Zum Verkaufen, nehme ich an. Das heißt, ihr könnt es nehmen und mit nach Hause nehmen. Noch nicht ganz. Jetzt muss ich das noch ein bisschen am Rand bearbeiten und etwas nachwärmen. Und anschließend kommt es noch in den Temperofen hinein. Also das Glas wird von diesen hohen Temperaturen dann, so verstehe ich das, langsam runtergekühlt. Richtig, das Glas kommt dann eben in den Temperofen. Man sieht hier natürlich den Handschuh, gell, weil so könnte ich das nicht angreifen. Das ist ein spezieller Handschuh für Glasbläser auch, eben auch für die Stahlarbeiter, die haben auch solche Werkzeuge oder Handschuhe. Und kommt hier in diesen Kühlofen oder Temperofen, bleibt dann 10 Stunden bei 530 Grad drinnen. Und nachher ist es dann fertig. Das ist ein Hammer. Ja, was sagst du dazu? Das ist eine absolute Rarität. So muss man es mir erst kommen. Ja. Das war für einen Musikverein oder für einen? Das war für unsere Musikschule direkt, wie er in Pension gegangen ist. Das heißt, er hat das zum Abschied gekriegt. Zum Abschied. Ja. Also die Lehrer alle zusammen. Das ist eine super Idee, ne? Ja, da habe ich ja für einen lieben Freund von meiner Frau habe ich diese Trompete geformt und in mehrtägiger Arbeit habe ich die so hingebracht. Das sind natürlich alle Sonderformen, Sonderbestellungen. Mache ich normalerweise nicht, aber ich würde mich freuen, wenn wir schön öfter so einen Auftrag kriegen. Ne? Schön klar. Ja, weder noch, es wird geblasen. Also nach 1981 war ich in Amerika, da war ich in Houston in Texas. Anschließend 1982/83 war ich in Wien als Laborglasbläser und auch als Kunstglasbläser. Anschließend von 1984 bis 1988 war ich in Bad Tölz draußen im Tölzer Glashaus angestellt und im 86er Jahr bis 88 habe ich mich selbstständig gemacht und habe einen eigenen kleinen Laden gehabt schon. Und im 88er Jahr habe ich hier dieses Atelier neu eröffnet. Das ist ein ganz eigenartiges Blau, habe ich da das, den Eindruck. Ja, richtig. Das ist Lapis, Lazuli, eingeschmolzen im Glas und dann natürlich mit Zusatzstoffen noch versehen, so wie Silber und Gold, wie schon erwähnt. Und da habe ich auch noch zusätzlich aufgetragen Platin, also sämtliche Edelmetalle, die man wirklich aufschmelzen kann und macht natürlich, wie man sieht, einen herrlichen Schimmer auf dieses Glas drauf. In Anlehnung natürlich an den Jugendstil.